Wir sind für 4 Tage in unserem geliebten Müritz-Nationalpark. Das Wetter spielt jetzt endlich mit. Und es ist heute super. Es gibt wunderschöne Wolken, blauen Himmel. Ja, mehr kann man nicht verlangen. Kaiserwetter, würde ich sagen. Kaiserwetter, genau. Und wir haben Abstecher zum Müritzhof gemacht. Das ist so ein Landschaftspflegehof hier im Nationalpark. Und wir haben schon mal in einem anderen Video erwähnt, man kann ganz nett essen hier. Mhm. Und wenn man dann sich die Kraft abgestrampelt hat beim Fahrradfahren, dann ist es genau richtig, hier gefüttert zu werden mit wunderbarem Essen. Und stehen tun wir wieder in Schwarzenhof auf dem Stellplatz Ziegenwiese. Jetzt zu Corona-Zeiten sehr voll. Ja, ist alles sehr voll hier. Also auch der große Wohnmobilstellplatz in Waren an der Müritz ist voll. Der heißt Blumen und Parken. Also ohne Reservierung geht hier, glaube ich, bis auf lange Zeit erstmal logischerweise gar nichts. Mecklenburg-Vorpommern ist beliebt. Zu Recht. Es ist einfach sehr, sehr schön hier. Ja, wobei Ziegenwiese braucht man nicht reservieren. Hm? Entweder man hat noch einen freien Platz oder man muss weiterfahren. Die haben aber gestern auch gerade Glück gehabt und haben einen der letzten Plätze auch auf der Ziegenwiese bekommen. Hm. Federo ist ein neuer Stellplatz eröffnet worden. Na, der war auch knackend voll. Der ist knackend voll gewesen. Hm. Und den stellen wir vielleicht auch noch mal kurz vor. Ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Ich bin nämlich auf dem Aussichtsturm, auf dem Käflingsberg. Und hier oben, da kann man verstehen, was den Müritz-Nationalpark ausmacht. Von den 322 Quadratkilometern Fläche, die dieser Nationalpark hat, bestehen 72% aus Wäldern. Die restliche Fläche verteilt sich auf Gewässer, auf Moore und auf Felder und Äcker. Corona-Zeiten. Hier ist Abstand halten wirklich leicht gemacht im Müritz-Nationalpark, denn hier, also 1,5 Meter Abstand halten, na, ich glaube, der nächste Mensch ist hier in 1,5 Kilometer Entfernung und einfach wunderschön die Ruhe als Stadtmensch, ist es genau das, was man braucht. Bei einer Radtour entdeckten wir im Wald plötzlich sehr viele Schmetterlinge. Das war sehr auffällig und die mussten wir uns natürlich unbedingt ansehen. Deswegen gibt es hier ein paar Bilder von hübschen Schmetterlingen. Hallo, wir sind endlich unterwegs im Müritz-Nationalpark, unsere beliebten Fahrradtouren und man muss ein bisschen aufpassen hier, weil die Wege, das hatten wir ja in einem früheren Video schon gesagt,
ziemlich sandig sind und man muss manchmal ein bisschen absteigen. Aber auf jeden Fall, das Wetter spielt mit. Und das Wetter spielt mit. Und wir sind unterwegs. Also, ich nehme mal lieber beide Hände mit an den Lenker. Okay. Hier im Müritz-Nationalpark gilt das Motto Natur, Natur sein lassen. Deswegen denkt nicht, hier ist es extrem unaufgeräumt, sondern das, was hier so liegt, das sind tote Bäume und die erfüllen einen ganz wichtigen Zweck im Waldkreislauf. Denn aus Totholz entsteht neues Leben und deswegen ist das hier alles so wichtig. Zum Schluss wollen wir euch noch Bilder zeigen aus der hübschen Stadt Waren. Wenn ihr mal etwas anders machen wollt, als in der Natur zu wandern oder Fahrrad zu fahren, dann seid ihr hier genau richtig. Die hübsche Stimmung am Hafen, in der Altstadt, einfach sehenswert. Man kann dort bummeln und in vielen Restaurants essen gehen. So, die Fahrräder sind verstaut, es geht weiter. Die 4 Tage im Müritz-Nationalpark sind wieder mal wie im Fluge vergangen. Und wir sehen jetzt zu, dass wir auf unserer Mecklenburg-Vorpommern-Tour weiterkommen. Nächstes Ziel ist Schwerin und da werden wir uns mal jetzt hin auf den Weg machen.